Ja, Elvira, natürlich, Mensch, natürlich freue ich mich wie irre. Ganz wahnwitzig, Schnusiputzilein. Ja, ganz bestimmt. Und bitte versprich mir, pünktlich zu sein. Wenigstens dieses eine Mal. Bitte. Ja, klar, Schnusiputzilein. Kann ich mich drauf verlassen, ja? Großes Ehrenwort. Ja, ich bin pünktlich, in 2 Stunden bin ich in der Kirche. Ich fahre nur noch mal schnell so in den Waschsalon. Also, bis dann, mein Schnusiputz. Noch 2 Stunden. So. Abschleppdienst für 37, bitte kommen. Ach, das bisschen kann im Körper trocknen. So, das noch. Ja, was ist denn? Ich möchte nach Hause fernsehen. Schau mal, Kalle, jetzt sind doch hier hoch alle Fernseher und jeder hat ein anderes buntes Programm. Was ist denn das? Papi, guck mal. Guck mal, Papi, da ist ein Fernseher mit Ansager. Ja. Guck mal, Papi, der Ansager hat Feierabend. Ja. Oh, ja. Oh. Mein Gott, ist mir schwindelig. Ganz schnell morgen, damit ich hinterher komme. Ja, sicher. Kann ich das auch haben? Ja, klar. Oh Gott. Hoffentlich schaffe ich das noch. Drück mir mal die Daumen. Ja, wird schon schief gehen. Oh!
noch damit machen. Anscheinend eine kleine Sonnenfinsternis. Licht anschalten. Kleine Sonnenfinsternis verbunden mit großen Erdbeben. Was? Also. Könnte ich ja noch, aber schließlich wollen noch andere Paare in den Heiligenstand. Und dann habe ich noch zwei Beerdigungen. Mäuschen, Mausilein, wenn ich nur wüsste, wie er aussieht, dann würde ich ihn ja suchen. Stattlich und elegant, das habe ich euch doch schon 100-mal gesagt. Könnte ich ja noch, aber ich habe doch, wie gesagt, diese zwei Beerdigungen. Jetzt sind es womöglich schon drei. Mäuschen, Mausilein, wenn ich nur wüsste, wie er aussieht, dann würde ich ihn ja suchen. Stattlich und elegant, das habe ich euch doch schon so oft gesagt. Liebling, ich komme! Da bin ich. Und die Schule der Sendung, so mag ich das. Nur weiter so, Didi, ja.